Fisch. Wie immer einen wunderschönen guten Morgen. Heute ein bisschen ungewohnt. Back to the roots, old school, wie früher, was auch immer. Mit dem Ruderboot. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich ganz bald aufstehe. Ist mir halbwegs gelungen. Ich habe mich dann gewundert, wie um kurz vor 5 die Sonne schon irgendwie hoch am Himmel gestanden ist. Macht aber nichts. Jetzt bin ich da draußen auf der Enz. Liegt da wie ein Bredel. Im Laufe des Tages wird sicher ein bisschen Wind kommen. Am Nachmittag sind ein Gewitter gemacht. Schauen wir mal, wie lange es aushält. Jedenfalls bin ich nur mit dem Ruderboot unterwegs. Erarbeite meine Fische quasi mit Muskelkraft wie früher. Ich werde es hauptsächlich auf Hecht versuchen. Wenn wir die jetzt komplett im Stich lassen, vielleicht gibt es dann auch zwei Forellen für den Griller auch. Schauen wir mal. Aber das Ziel wäre Hecht. Und ich war ja vor kurzem da und habe gesehen, dass es nur extrem flach stehen teilweise. Warum jetzt auch immer? Also es sind richtig flach gestanden. Deswegen werde ich es heute sogar mit Topwater und mit so Fräschern zu zeigen ein wenig probieren. Gibt es vielleicht mega geile Live-Bis. Nichtsdestotrotz glaube ich, erst auf 3-4 Meter und vielleicht auch noch die auf Arscher stehen. Also es ist jetzt eh die Zeit, wo man es überall fangen kann. Schauen wir mal. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ja, wir sehen uns gleich. Tun wir frühstücken. Never would believe me when I said that one day I would hold the mic and spread my story a thousand times. Kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr mit dem Ruderboot unterwegs seid, kann Trolling-Motor mit Kotter dabei habt, irgendwie mit dem das Boot ein wenig steuern könnt, wenn der Wind ein wenig geht. Tut es eigentlich, der Hilfzug kann man sich natürlich kaufen oder einfach so ein Eclair-Sackerl. Das bindet man an einer Schnur an. Schmeißt es dann einfach aus dem Boot raus. Idealerweise bindet man die Schnur noch im Boot herein an, logischerweise. Und das bremst dann die Drift. Der bläst sich dann richtig aus, der Sack. Das ist so 1,5-2 Meter Schnur. Kannst du. Jetzt kommt einfach eine Ankerseignummer und der Anker als Gewicht, der hält das dann im Boot. Das ist dieser Hollow-Body-Köder, der die Haken, das er versteckt hat. Das heißt, wenn der Fisch zusammenlegt, liegen die Haken frei und man kann den Fisch quasi haken. Da jetzt im Morgenlicht möchte man diesen durchscheinenden Goldbarsch probieren. Das wird jetzt mein erster Köder für heute. Vielleicht gerade habe ich den ersten Fellbiss kassiert. Ziemlich harter Biss eigentlich. Weit weg von den Hindernissen, ein wenig heraus. Lass mich vermuten, dass es ein besserer Fisch war. Da sind sie schon mal. So viel ist gut.
Fisch. Zweiter Wurf im Streamer. Boah, dürfte ein guter sein. Zweiter Wurf im Streamer. Boah. Extra noch den Streamer in einer anderen Farbe gerickt. Uff. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Boah. Und da hat's ihn. Yes. Jawohl. Oh ja, aber das jetzt geil. Was für ein brachialer. Was für ein brachialer Hecht. Schaut euch mal die Kuh an. Wie fett der schon wieder ist. Alter. Jetzt leg ich ihn kurz an. So hat der. Und so fett. Und so fett. Schaut euch den schönen Fisch an. Ist das ein Traum? Yes! Jetzt hat er mich erwischt. Habe ich ja vorher den Hecht bzw. die Länge vom Hecht ausgepiept und jetzt gibt es wieder mal ein kleines Gewinnspiel. Und da alle von euch, die in die Kommentare schreiben, wie lang der Hecht war und dazu noch einen Lieblingshechtköder reinposten, ja, verlosen wir bzw. der am nächsten dran ist oder die am nächsten dran ist, kriegt einen Strike-Lover Stickerbogen und da lege ich noch einen Keder dazu. Trinken wir einen Schluck von meinem Gösser. Und ja, sobald es wieder wegen dir verwirrt, greife ich wieder an. Und ihr seht ja nicht, was passiert. Also, Prost, Mahlzeit, Punkt 12 ist. Wir sehen uns gleich. Und das Wasser ist runtergegangen, jetzt bin ich wieder am Spot, wo ich in der Früh war. Und da werde ich jetzt mal drauf anlegen und schauen, wie die Hechten da Topwater reagieren. Jetzt wieder so ein kleines Stickbett drauf. Schauen wir mal, ob ich da mit der Action kommen, live bis zusammenbringen. Jetzt auch gleich mal was dazu erklärt, wenn auf der Oberfläche eine Menge abgestorbenes Kraut ist, sind diese Stickbeds irgendwie gar nicht so optimal. Da sind wir dann mal eine Menge Kraut rein damit. Aber es gibt ja auch noch diesen wunderschönen Frosch von Westin bzw. ins Wim Hollow Body. Und der sammelt das Kraut hoffentlich nicht ein. Jetzt kann es wieder. Jetzt kaum nicht aufgerissen, nichts ist mit dem Gewitter. Es ist einsummer dumm, schätze ich. Kann gar nicht nachschauen, weil mein Handy überhitzt ist. Die Kamera ist auch schon dreimal ausgefallen, die war jetzt auch viel Stunden in der Kühltasche. Ich tue mal was hier aus. Und dann überlege ich mir, ob ich noch weiter fische oder ob ich zum Wirten fahre. Schwarzhaarig, du bist narrisch.
mega geiler Fisch, ein paar Vöbis. Also fischereilich kann man sich nicht beschweren. Aber ja. Hängt sich schon, hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal.